Yo, do, diddly dong, ladies and gents. Hier ist mal wieder euer Furlong Force und ich begrüße euch recht, recht herzlich zu einem weiteren Call of Duty Ghosts Video auf meinem Kanal. Und heute soll es auch wieder mal um Call of Duty an sich gehen. Und zwar habt ihr es wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Ich möchte heute ansprechen, Call of Duty wechselt zur Main-Plattform PlayStation. What the fuck? Denkt ihr euch jetzt da sicherlich erstmal. Also diese Information wurde wieder mal, ich will nicht sagen geleakt, aber ein, sagen wir mal so, der hat damals in Call of Duty Ghosts ziemlich viel richtige Sachen, ja, in die Öffentlichkeit rausposaunt und er hat sehr viele Insider-Informationen. Auch diese Insider-Information scheint nun auch einigermaßen Gestalt anzunehmen. Also, warum soll das Ganze so sein? Also, ich vermute mal, die ganzen Call of Duty Entwickler sehen wirklich, dass PlayStation 4 um einiges mehr bietet. Alleine schon, wenn man jetzt überlegt, die Xbox gibt nur 720p aus und die PS4 macht das Ganze in 1080p. Für eine Konsole ist es natürlich um einiges leichter, jetzt das Ganze runter zu skalieren auf 720p, als das Ganze auf 1080p rauf zu rechnen. Also ihr müsst bedenken, das Ganze wurde ja mittlerweile in Call of Duty Ghosts auf der Xbox 360 entwickelt und dadurch waren natürlich auch die ganzen Next-Gen-Konsolen ziemlich überfordert. Es war nicht recht flüssig am Anfang, es musste noch viel gepatcht werden. Und jetzt, wenn man anfänglich sagt, okay, wir starten jetzt das Ganze auf Main-Plattform PlayStation 4, haben wir dementsprechend, warum ich den Kollegen jetzt so lange nicht angehittet habe, by the way, keinen Plan. Aber mal weiterzukommen. Ja, wie schon gesagt, es ist echt schwer, das Ganze zu programmieren und das dann runter zu skalieren. Ich meine, runter zu skalieren ist eben kein Problem. Es rauf zu skalieren macht einige Probleme aus. Ihr seht es hier auch auf dem PC, gab es genauso viele Probleme. Und ich hoffe, dass es dadurch vielleicht ja, interessanter wird. Beziehungsweise man kann echt sagen, okay, da gibt es dann High-End-Produkte. Und wenn das PlayStation Main-Plattform ist, ist meiner Meinung nach, das wäre ganz nice zum Programmieren und dann könnten wir echt von einem flüssigen Spielerlebnis ausgehen. Es könnte natürlich auch sein, dass gleich das Call of Duty 2014 bereits auf der PlayStation 4 entwickelt wurde. Ich meine wahrscheinlich nicht von Anfang an, weil das ist ja schon 3 Jahre in Entwicklung, aber vielleicht wird es noch nachjustiert, beziehungsweise doch hauptsächlich dann auf der PlayStation herauskommen. Muss mal schauen, wie lange es dauert, bis es dann wirklich kontinuierlich wirklich auf der PlayStation entwickelt wird. Ja. Und der nächste Punkt, was für mich jetzt eigentlich so das Wichtigste ist, heißt das jetzt, dass der Vertrag von Xbox, also von von Xbox Live, die haben ja die Verträge, dass die DLCs immer einen Monat früher rauskommen. Und das war ja bis jetzt immer der Fall, weil eben Xbox die Main-Plattform ist. Und jetzt denkt man sich, was? Jetzt wechseln wir zur PlayStation 4. Heißt das automatisch, auch die DLC-Priorität wechselt von der Xbox zur PlayStation. Aktuell muss ich echt sagen, wahrscheinlich nicht, zumindest vorerst noch nicht, weil die Verträge wurden gerade erst wieder erneuert mit Xbox, dass die DLCs eben früher rauskommen. Von dem her wissen wir jetzt eben nicht, wie lange läuft dieser Vertrag. Heißt es eventuell, okay, die laufen nur ein Jahr, diese Verträge, oder sind die schon über längere Zeit gebunden, sagen wir mal über 3, 4, 5 Jahre. Was natürlich heißen würde, okay, die Plattform für die DLCs würde weiterhin Xbox mainly sein. Also für mich als PC-Spieler wäre das eigentlich ziemlich egal, aber ich bin jetzt dabei, dass ich eventuell mir eine PlayStation 4 hole und da gibt es um einiges mehr zu machen für mich und also ich bin recht flexibler durch die PlayStation 4, von dem her wäre es natürlich auch interessant für mich, wenn es dann die DLCs früher geben würde. Ich würde mal echt gerne von euch wissen, was haltet ihr davon, wenn man jetzt echt sagt, okay, Main-Plattform PlayStation 4, Xbox wird rausgeschossen, also wird wirklich ja, nicht mehr als Main-Plattform für Call of Duty angesehen, sondern das ist dann ab sofort PlayStation. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fände es richtig nice, also ich wäre richtig positivst überrascht von diesem Ereignis, wenn sich das wirklich so ändern würde, weil, ja, ich muss schon ganz ehrlich sagen, es gibt sehr, sehr viele Vorteile der PlayStation 4. Also sie ist recht gut, ja, die Hardware und Software ist top. Und auch, dass sie ihren 1080p ausgibt, spricht doch mehr für die PlayStation. Also vielleicht sieht Call of Duty jetzt, dass man da in der PlayStation viel, viel mehr Potenzial sieht, als eben in den Xbox-Produkten. Von dem her bin ich richtig gespannt. Ich hoffe natürlich, wenn es nämlich nicht nur umgewendet wird, also nicht nur von Xbox zu PlayStation 4, von den DLCs her meine ich, sondern einfach, dass man sagt, okay, es bekommt jede Plattform, sei es PC, sei es PlayStation, sei es Xbox, die DLCs zum gleichen Datum. Aber in dem Sinn, schreibt es mir mal in die Kommentare, was haltet ihr von dem Ganzen? Glaubt ihr, dass es so sein wird oder auch nicht? In dem Sinn, ich bin raus. Bye, bye.